Hallo, meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Imperator Rom. Ihr hört es vielleicht schon meiner Stimme und wundert euch vielleicht über das, was ihr hier gerade eben seht. Ich bin gerade eben ein klein wenig ratlos und auch ein bisschen verärgert. Ein bisschen ist vielleicht sogar noch untertrieben. Denn ihr seht, das hier ist der Stand von der vorletzten Folge. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, hey, wie kann das sein? Der Merp spielt doch Iron Man. Es kann doch unmöglich sein, dass er diesen Modus jetzt hier immer noch, also beziehungsweise, dass er immer noch jetzt hier im Krieg gegen Lindsien oder gegen Balarien ist. Ja, das denke ich mir gerade eben auch. So wie es aussieht, ich kann nur mutmaßen, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich habe auch noch nicht im Forum nachgelesen und auch nicht in Reddit. Aber so wie es aussieht, hat Imperator Rom, als es ja den Patch von 1.3.0 auf 1.3.1 gemacht hat, zunächst einmal den 1.3.0er Patch unspielbar gemacht. Ne? Deswegen musste ich ja zurückgehen auf die 1.3.0 veraltete Version, was ja Paradox freundlicherweise anbietet. Muss man sie loben. Wofür man sie nicht loben muss, ist die Art und Weise, wie dann anscheinend das Spiel damit umgeht. Denn obwohl, und ich meine mich zu erinnern, dass es immer wieder gespeichert hat. Ich weiß nur nicht, auf welcher Dateipfad. Aber auf jeden Fall wurde nichts gespeichert. Es wurde nichts, gar nichts, nada, niente, gespeichert. Wir befinden uns genau an derselben Stelle wie hier gerade eben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade eben nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich wollte eigentlich jetzt hier gerade eben voller Elan hier quasi jetzt anfangen aufzunehmen und dann mich so in Richtung Makedonien orientieren. Das wäre eigentlich, glaube ich, sehr, sehr herausfordernd geworden, Makedonien hier den Krieg zu erklären und Griechenland dann so nach und nach zu nehmen, beziehungsweise Italien erstmal zu nehmen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch Sinn macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das große Problem. Entweder ich müsste jetzt hier alles nochmal von Hand nachspielen, aber ohne zu wissen, ob das Spiel dann alles hier richtig speichert. Ihr seht, ich habe jetzt ja auch wieder eine ungleiche Version, abweichende Spielversion. Das liegt daran, dass ich jetzt hier gerade eben im Patch 1.3.2 in der Beta-Version schon mal drin bin. Und einfach mal gucken wollte, ob der das Spiel lädt. Ja, er lädt es. Das wurde auch angekündigt von Paradox, damit das jetzt irgendwie wieder kompatibel ist. Aber was hilft mir denn das, wenn das Spiel dann doch wieder nicht speichert? Ich habe von Hand gespeichert. Ihr seht, ne, weil ich das aufgenommen hatte, das war am 16.12.2019. Das war der Stand und die letzte Aufnahmesession war kurz nach Weihnachten. Also da müsste irgendwas mit dem 27. oder 28. eigentlich dran stehen. Und daher das ein, wie gesagt, ein Ironman-Modus ist, sollte der verdammt nochmal das speichern. Ich kann es gerade nochmal zeigen, ne? Also das ist der Spielstand. Ich weiß nicht, was ich machen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und da sind wir wieder. Das sehe ich jedes Mal dann. Da sind wir. Seht ihr? Es ist mir zu doof, ganz im Ernst. Ich gehe mal zurück zum Menü. Ich bin einfach mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Das Ganze könnt ihr jetzt im Grunde eigentlich nur mal so als Infovideo verstehen. Ich persönlich hätte eigentlich schon Bock auf das Spiel. Aber ganz im Ernst, ich habe einfach so auch so ein bisschen den Eindruck, dass Paradox das gerade eben nicht mehr im Griff hat. Also, so kommt mir das zumindest vor. Entschuldigt, wenn ich das vielleicht so hart sage, aber wisst ihr, wenn solche grundlegenden Dinge schiefgehen am laufenden Band, dann kann doch dann ist irgendwas falsch im Staat Dänemark. Jetzt in dem Fall nicht unbedingt Dänemark, sondern Schweden, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Das ist, ja. An und für sich würde ich gerne mal eine Barbarentruppe spielen. Aber rein technisch gesehen macht das jetzt leider gerade eben einfach überhaupt keinen Sinn. Was mich selber saumäßig ärgert, denn ich würde euch dieses Spiel lieben gerne zeigen. Weil es mir eigentlich Spaß macht. Tja, das heißt wohl, warten und hoffen. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, es ist ein technisches Desaster aus meiner Sicht. Bin gespannt, was ihr meint. In dem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, bis die Tage, ne? Macht's gut, ciao, ciao.